Helft mir! Dieser Zustand hält schon seit mehreren Tagen an. Das Fieber lässt sie den Unfall immer wieder erleben. Ich fürchte, dass sie nicht mehr lange durchhält. Dann werde ich mich beeilen. Ich verspreche, dass ich alles tun werde, um eine Lösung zu finden. Gib die Hoffnung nicht auf. Das bisschen Hoffnung, das ich noch hatte, lebt durch dich wieder auf. Viel Glück, Riff. Das ist eine Krankheit deiner Gesellschaft. Was wollt ihr? Wer bist du? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Ich suche einen alten Freund. Einen Waschbären. Vielleicht hast du ihn gesehen? Einen Waschbären? Lass mich überlegen. Nein, ich bin in letzter Zeit keinem Waschbären begegnet. Aber wenn ich einen treffe, dann werde ich ihm sagen, dass du nach ihm suchst. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ich möchte etwas Stoff kaufen. Eine kluge Wahl. Der kostet nur 12 Goldstücke. 12 Goldstücke? So viel habe ich nicht bei mir. Das ist viel mehr, als ich dafür bezahlen würde. Ich möchte gerne Nadel und Faden kaufen. Eine kluge Wahl. Die kosten nur 10 Goldstücke. 10 Goldstücke? Das ist zu viel für mich. Dann hast du vielleicht etwas zum Tauschen? Alles, was ich bei mir habe, ist... Das Einzige, was mich interessiert, ist der Goldring. Ich würde sagen, der ist 10 Goldstücke wert. Du bist ein sehr merkwürdiger Geschäftsmann, junger Fuchs. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Besonderes dran. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich sagte, hau ab! Ihre Gastfreundschaft ist nicht gerade umwerfend. Entschuldigung, ich brauche einen Doktor. Könntest du mir vielleicht den Weg zu einem in der Nachbarschaft sagen? Hau ab! Aber das ist ein Notfall. Es geht um Leben und... Was ist los? Bist du taub? Ich sagte, hau ab! Erstaunlich, nicht einmal meine Notlage interessiert sie, verrückte alte Katze. Ich weiß, ich schiebe den Brief unter der Tür durch. Sie wird ihn lesen und mich hereinlassen. Letztendlich ist sie eine Katze. Und ihre Neugier wird sie überwältigen. Oder auch nicht. Nichts, wofür ich den gebrauchen könnte. Wenn man beim ersten Mal keinen Erfolg hat, muss man den Schlitz unter der Tür zuhalten. Ich habe scheinbar eine Öffnung vergessen. Das ist, was du willst. Na los, versuche den Brief jetzt herauszuwerfen. Hoppla. Ein Brief von Elara. Es ist Ewigkeiten her, dass ich von ihr hörte. Ich schätze, sie ist immer noch in diesen heiligen Kram verwickelt. Sie hatte schon immer was für diese Zauberei übrig. Ja, sie... Aber was ist mit dir?
Du bist bestimmt nicht den langen Weg gekommen, nur um mir diesen Brief zu bringen, oder? Nein, ich bin auf der Suche nach... Wo sind meine Manieren? Möchtest du etwas zu essen? Armes Ding, du musst halb verhungert sein. Komm herein und erzähle mir von dir, während ich uns einen kleinen Imbiss mache. Nun gut. Und setz dich gerade hin. Junge Leute müssen auf ihre Haltung achten, sonst bekommst du Hängeschultern, wenn du in meinem Alter bist. Das möchtest du doch nicht, oder? Nein, ich... Nun, dann ist es ja in Ordnung. Fahre fort. Erzähle mir von dir. Was machst du hier? Ich suche nach der Sturmkugel, die aus dem Tempel des Heiligtums gestohlen wurde. Ich sah den Rauch aus dem Kamin aufsteigen, da entschloss ich mich, hier Halt zu machen. Das ist gut, dass du das getan hast. Sonst hättest du dich sicherlich verirrt. Liebe Güte, da hattest du aber ein schönes Abenteuer, oder? Ja. Und ich fürchte, es ist noch nicht vorüber. Nun muss ich einen Doktor für Brauers Tochter finden. Ich fürchte, dass sie nicht länger durchhält. Ich kenne keine Doktoren in dieser Gegend. Jedoch gibt es noch ein paar alte Hausmittel, die wir viele Jahre lang benutzt haben. Und die helfen? Kind, diese Rezepte existieren schon viel länger als diese neumodische Medizin. Sie sind großartig. Was ist mit dem Schmerz? Wir werden Katzengras in die Salbe tun, um den Schmerz zu lindern. Du musst außerdem einen Tee aus diesem Gras machen. Der wird als Beruhigungsmittel wirken. Womit kann ich die Wunde heilen? Ist sie offen? Ja, das ist sie. Dann brauchst du noch Nadel und Faden, um sie zu nähen. Die Wunde zunähen? Oh, ich glaube nicht. Du musst dich eben zusammennehmen. Wenn die Wunde nicht vernäht wird, wird keine der anderen Zutaten wirken. Kannst du mir das Hausmittel geben? Natürlich. Ich kann es für dich herstellen. Zuerst brauchen wir etwas Honig. Honig? Ich will sie heilen, nicht versüßen. Der Honig wird ihr das Fieber nehmen. Ich gebe dir eine Schale, wo du ihn reinfüllen kannst. Das hilft gegen ihr Delirium? Sobald das Fieber weg ist, wird das Delirium nachlassen. Wo kann ich diese Zutaten finden? Honigbienen bauen ihre Stöcke meistens in hohle Bäume. Katzengras wächst in feuchten Gegenden. Suche an Seen und Flüssen danach. Schau dich einfach um. Nadel und Faden habe ich zum Glück bereits. Gut, das spart uns eine Menge Zeit. Und das ist alles, was ich brauche, um sie zu heilen. Du liebe Güte, nein. Das sind nur die Zutaten, die ich nicht hier habe. Finde diese Zutaten und bring sie zu mir. Dann stelle ich dir die Salbe her. Dann mache ich mich am besten auf den Weg. Ich muss noch ein Leben retten, Freunde aus dem Gefängnis befreien und die Sturmkugel finden. Alles in allem ein recht ausgefüllter Terminkalender. Dann mal los mit dir. Wenn du zurückkehrst, fertige ich die Salbe an und schicke dich auf deinen Weg. Dafür werde nicht nur ich dir dankbar sein, sondern der Stamm der Wildkatzen ebenfalls. Ich komme wieder, so schnell es geht. Thank you.
Autsch! Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Aua! Komm ich bloß in den Honig von diesen Bienen? Diese Zweige sehen aus, als ob sie leicht brennen würden. Ich könnte wahrscheinlich ein Feuer damit machen, aber dafür muss ich die Zweige stapeln. Nun habe ich genug Zweige für ein Feuer. Alles, was ich brauche, ist ein Funke zum Anzünden. Fliegt hinfort, kleine Biene. Ich nehme eine kleine Portion des goldenen Schatzes und führe sie einem guten Zweck zu. Jetzt kann ich mir etwas Honig nehmen. Da ist nichts Besonderes dran. Thank you.
Pflanzengras aus. Was hast du bis jetzt gefunden? Nun? Dann mache ich mich am besten auf den Weg. Ich muss noch ein Leben retten, Freunde aus dem Gefängnis befreien und die Sturmkugel finden. Alles in allem ein recht ausgefüllter Terminkalender. Dann mal los mit dir. Wenn du zurückkehrst, fertige ich die Salbe an und schicke dich auf deinen Weg. Dafür werde nicht nur ich dir dankbar sein, sondern der Stamm der Wildkatzen ebenfalls. Ich komme wieder, so schnell es geht. Gut, du hast alle Zutaten. Ich werde sie jetzt im richtigen Verhältnis mischen, dir erklären, wie man sie anwendet und dich auf den Weg schicken. Du hast meinen Dank und den der Anführerin der Wildkatzen dazu. Die Anführerin der Wildkatzen und ich respektieren uns schon sehr lange. Sag ihr, dass ich ihre Tochter in meine Gedanken einschließe. Da ist nichts Besonderes dran. Griff Fuchs, ich habe Befehl, dich passieren zu lassen. Griff Fuchs, ich habe Befehl, dich passieren zu lassen. Ich hoffe, dass das hilft. Die Wunde ist vernäht und die Salbe aufgetragen. Ich glaube, sie wird sich erholen. Die Medizin wird sehr bald wirken. Mutter! Mutter! Bist du es? Ja. Oh ja, Mirp. Endlich haben wir wieder einen Grund, im Dorf zu feiern. Dein Volk weiß wirklich, wie man feiert, Brauer. Natürlich, denn meine Tochter Mirp lebt. Du hast dir ewigen Dank verdient, Riff. Wie können wir dich jemals belohnen? Meine Freunde werden von Prinz und seiner Hundewache gefangen gehalten. Ich muss sie befreien. Wenn ihr mir helft, würde ich die Schuld als bezahlt ansehen. Was hast du im Sinn? Wenn mein Plan erfolgreich ist, wird es kein Blutvergießen geben. Die Hunde werden nicht einmal wissen, dass ihr da wart. Es ist vollbracht. Das Betäubungsmittel ist im Essen. Alles Weitere liegt an dir. Sehr gut. Jeder Hund, der das Mittel isst, wird für mindestens 3 Stunden schlafen. Genug Zeit für mich, um meine Freunde zu befreien. Aber das Schlafmittel ist nicht sehr stark. Du musst sehr leise sein, wenn du die Hunde nicht wecken willst. Ich muss es probieren. Es ist der einzige Weg, meine Freunde zu retten. Wir wünschen dir viel Erfolg.